Moderne Mobilität erfordert spezielle Lösungen. Mit dem E-Faltrad bzw. Pedelec Vectron S10 hat Tern Lösungen für gleich mehrere Anforderungen im Programm. Erstens, dank des Bosch Active Line Plus Antriebs mit 400 Wattstunden Akku kommt man entspannt ans Ziel und verfügt über sehr gute Reichweiten. Zweitens, mit dem einfach zu handhabenden Faltmechanismus ist das Rad schnell und unkompliziert auf ein kleines Packmaß reduziert und passt somit nicht nur unterm Schreibtisch, sondern auch in den Kofferraum des Smart42. Drittens, die intelligente Konstruktion des Gepäckträgers ermöglicht gleich mehrere Varianten der Fahrradlagerung. Und viertens, ja, dieser Gepäckträger hat es sowieso in sich. Er verträgt bis zu 27 Kilogramm Zuladung und dank der schlauen Integration in den Rahmen können sogar Kindersitze sicher montiert werden. Dabei hat sich Tern mit Thule abgestimmt, denn der Jeep Maxi und der Next Maxi passen perfekt und ohne Adapter. Was das Vectron außerdem auszeichnet, es fährt sich überaus stabil und sicher, mit und ohne Kinderbeförderung. Die saubere Verarbeitung, zahlreiche kluge Details und eine hochwertige Ausstattung tragen weiter zum überaus positiven Eindruck bei. Das fängt beim vielfach verstellbaren Vorbau an, der sich mit wenigen Handgriffen in die gewünschte Position bringen lässt. Es setzt sich fort beim soliden Faltmechanismus mit wirkungsvollen Sicherungselementen und simplen Details wie der Gummilasche zur Arretierung des Lenkers. Sehr gut verzögernde Magura MT4 hydraulische Scheibenbremsen zählen ebenso zur Ausstattung wie die gleichsam komfortablen und pannensicheren Schwalbe Big Apple Reifen oder der Valo-Scheinwerfer mit 41 Lux Leuchtstärke. Die Beleuchtungsanlage wird über das Bosch Purion Display gesteuert. Front- und Hecklicht sind zusammengeschaltet. Das Bosch Antriebssystem Active Line Plus läuft leise und unterstützt in vier verschiedenen Abstufungen. Im Eco-Modus zeigt das Display nach Akkuvollladung Reichweiten von jenseits der 100 Kilometer Marke. Verbaut ist ein Bosch 400 Wattstunden Akku, der per Schlüssel zum Laden auch entnommen werden kann. Wer direkt am Fahrrad laden will, muss, und hier ist der erste echte Kritikpunkt, ein bisschen herumfummeln, um das Kabel an die Ladebuchse zu bekommen. Grund: Der Kettenschutz verdeckt teilweise die Buchse. Hier sollte man nachbessern. Die 10-Gang-Kettenschaltung mit Shimano Deore Shadow Plus Schaltwerk bietet gewohnte Qualität und gute Abstufung. Weitere angenehme Details sind die Ergon GP10-Griffe mit großer Auflagefläche und der sehr weit verstellbare Tern Porter Plus Sattel. Mit 22 Kilogramm schafft das Vectron S10 ein klassenübliches Gewicht. Am oberen Klassenlimit liegt dagegen der Preis des Vectron S10, das mit knapp 3.400 Euro in der Liste steht. Es gibt zwar auch günstigere Varianten mit Bosch ActiveLine und Barfunk-Antrieb, jedoch ist der Preisunterschied zu den zwei weiteren Bosch-Versionen gering und die Barfunk-Varianten kommen ohne den genialen Gepäckträger und mit weniger Reichweite. Und natürlich sind die Top-Komponenten nur im S10 verbaut. Alles in allem handelt es sich beim Vectron S10 um das derzeit wohl mit Abstand beste E-Faltrad am Markt. Fahrverhalten, Vielseitigkeit, Ausstattung, Verarbeitung und der Bosch Active Line Plus Antrieb sind die Garantie für sehr viel Freude mit diesem Pedelec-Faltrad.